Morgen. Heute Morgen. Montagmorgen. Kurz nach 6. Bin gerade in der Werkstatt, hol meinen LKW raus. Moment, stelle hier gerade noch ein bisschen was ein. Dann fahre ich raus, beziehungsweise rüber auf unseren Hof, unsere Außenlage. Steht unser alter R946. Den lade ich jetzt, der geht rüber nach Mannheim, der ist verkauft. Da steht der andere Dicke. Mal gucken, ob der Bagger anläuft überhaupt. Wo ist er denn? Da vorne steht er. Komm, ich könnte auch so herfahren. Wieso das? Ist der 39? Hat der da mit dem großen Arm? Jo. Den da, den lade ich jetzt auf. Warnerinnerung, so früh am Morgen. Also ich lade jetzt nicht den 946, hat schon abgehangen. Hab schon die ganze Gummimatten gelegt. Ich sattel jetzt erst um. Dann lade ich hier so ein Harvester-Teil bei uns im Hof. Der geht rüber nach Luhstadt. Irgendwo zwischen, ich sag mal grob, Speyer und Landau. Die Ecke dort. Dann fahre ich zurück. Lade bei Sembach, lade ich so ein Holzernter, bleib stehen.
Parkplatz. Bäume fahren, Erde. Aber der muss eh durch da. Ich denke, so ein paar Hecke machen dem nichts aus. Gut, lade ich hier ab, beziehungsweise hänge ich jetzt ab hier und dann schiebe ich wieder zusammen.
fertig. Vielleicht hier noch ein bisschen hoch. Ne? Zusammengeschoben. Ist also das Handkäsefest. Was ist los beim Fräsen? Ich muss ehrlich gestehen, das erste Mal, dass ich hier was gehört habe davon heute. Es geht über 3 Tage. Dieses Jahr war es schon. An die 40.000 Leute kommen hier über die 3 Tage. Also ja. Ob ich jetzt hier gedreht kriege. Da steht dieser Harvester, Forester, keine Ahnung. Wie gesagt, da ist der Arm vom Kran oben, guckt nicht übers Dach drüber. Das ist das, dass wir die letzte Achse dann noch quasi hinne draufstellen. Bin nicht bei 4 Meter, aber ich 4,10 Meter maximal. Also wie gesagt, gemessen habe ich das nicht. Aber man hat ja so seine Fahrhöhen. Macht es ja nicht erst seit gestern. Vorgestern, okay. Und da weiß man in etwa. So, bin wieder in meiner Halle. Hab gerade den Dreiechser abgestellt. Jetzt hänge ich mir den Rampentieflader drauf. Ach, alles wieder sehr schweißtreibend heute. Es ist schön, dass es endlich warm wird, aber ich habe Probleme damit. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass ich wieder keinen Ton habe. Ne? Hat das Mikrofon angesteckt, die Kamera hat auf keinen Sprachbefehl reagiert. Ich befürchte, ich habe jetzt wieder hier den ganzen Weg hierher keine einzige Silbe Ton drauf. Ach, ich zum Mäusemelken.
20 Minuten vor 1. Ich stehe hier, war jetzt auch eben mal draus spazieren. Lauf hier eine halbe Stunde durch den Wald. Ich sehe nichts von Holz an der. Die Handynummer, die ich habe, da geht keiner dran. Weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich fahre jetzt noch mal hoch in Richtung Sembach. Guck, ob er vielleicht nicht im ersten Weg steht, sondern im zweiten oder im dritten. Oder von oben her der erste Weg. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier nichts. Was ich sehe, sind frische Spuren. Diese Holzerntebagger haben ja ein Raupenfahrwerk drauf. Mit richtig fetten Stegplatten. Weil die. Okay, geht das nicht? Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Hier geht es ziemlich steil den Berg hoch. Und da in dem Hang stehen die dann und fällen Bäume. Ich finde niemand. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich bin bei mir in der Halle. Richtig. Schon wieder umgesattelt. Bis den vierten Tiefleiter drauf. Das war den Dreiechser jetzt schon zweimal. Aber es ist der vierte Tiefleiter. Jetzt habe ich heute Morgen abgesattelt, den Dreiechser drauf, den dann abgesattelt, den Vierachser Rampentiefleiter drauf, den jetzt wieder abgesattelt und jetzt wieder den Dreiechser drauf. Das ist für die 150. Folge. Ich gehe davon aus, das wird die 150. Folge sein. Nicht würdig. Sogar klappt. So, hier ist die erste Einfahrt, die bin ich rein. Habe ich auch schon 100 Mal gesagt. Und ich muss hier die nächste Einfahrt rein. Gefahren. Ich glaube, den habe ich sogar mal am Starnberger See geholt. Müsste der sein. Ja, den ging jetzt relativ problemlos. Zusammen hängen, mal gucken, was für eine Höhe wir haben. Ich hoffe, das passt. So, kommt hier vorne gleich ziemlich. Gleich nach dem Ortsausgang kommt diese Badbrücke, diese alte. Guck mal.
weiterfahren kann ich so nicht. Muss ich wieder ein Stück hochheben. Ob das hier ein richtiger Königstiger ist. Doch, da ist ein Tigerkopf quasi neben drauf.
das Teil. So, geh schon raus. Kommt, wie es kommen muss. So, mache jetzt mal Zündung an. Schlüssel einmal rumdrehen. Schon wieder 25 Fehler. Achtung! Hier in Stufe 3. Da hält sich schon bescheiden an. Ich hebe jetzt den Arm hoch. Oh. Mindestens mal schneller als eben. Hier hole ich den Stiel bei. Okay. Ich fahre gerade Vollgas. Vollgas.
Jubiläumsfolge, oder? Es läuft gar nichts heute. Es läuft echt nichts heute. Beschämend.